عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Jetzt möchte ich gerne eine kurze, schöne Geschichte erzählen. Es geht um den Qari Abdurrashid al-Sufi, ein somalischer Sheikh, Rezitator. Viele kennen ihn aus dem Video, was wir inshallah in die Beschreibung tun. Auf jeden Fall, er erzählt, dass er in Ägypten bei der Azhar-Universität studiert hat. Und dann hat Allah subhanahu wa ta'ala ihm auf eine gewisse Weise Geld gegeben, Rizq gegeben. Und dann hat er mit diesem Geld einige Bücher gekauft, also viele Bücher. Und Bücher sind natürlich schwer. Als er dann zurück nach Somalia fliegen wollte, zum ersten Mal, am Flughafen, haben sie natürlich seine Sachen gewogen und gesagt, du hast viel zu viel Übergewicht. Du musst so und so viel draufzahlen. Da hat er gesagt, ich habe kein Geld. Ich habe kein Geld. Dann haben sie ihm gesagt, beziehungsweise dann hat dieser Mann am Schalter gesagt, um sich über ihn lustig zu machen, entweder du fliegst und du lässt dieses ganze Gepäck da, oder wir schicken das Gepäck und du bleibst da. Dann antwortete er ihm, und er hatte Yaqin zu Allah subhanahu wa ta'ala, inshallah werden wir beide fliegen, also ich und das Gepäck. Dann sagte der Mann am Schalter sowas wie, ich wette, das wirst du nicht machen, als arabisches Sprichwort. Dann sagte er, ich wette, ich werde fliegen, ich und das Gepäck. Das war am Abend. Dann begab sich der Sheikh in die Moschee und betete Qiyam al-Layl bis Fajr und weinte und machte Dua und so weiter. Als es dann Fajr-Zeit war, haben sie ihn vorbeten lassen in der Moschee am Flughafen. Und er hat vorgebetet mit seiner schönen Stimme, die wir alle kennen. Und hinter ihm, in der Reihe, war ein hoher Mann. Also ein hoher Polizist, der sozusagen der Manager vom Flughafen war. Dieser war sehr, sehr positiv überrascht von der schönen Stimme vom Sheikh und hat dann sein Ticket genommen und gesagt, ja, du hast noch ein paar Stunden bis zu deinem Flug und lies noch ein bisschen Koran, wir wollen noch deine schöne Stimme ein bisschen hören. Das hat er ihm nach dem Gebet gesagt. Dann hat er noch ein bisschen für ihn gelesen und so weiter. Dann hat dieser Mann, dieser Polizist, ihn mitgenommen in sein Büro und hat ihm Tee und was weiß ich gebracht zu trinken und hat ihn gefragt, warum hast du bis jetzt noch nicht Check-in gemacht? Warum hast du noch nicht deine Taschen aufgegeben und so weiter? Dann hat er ihm erzählt, es ist dieses und jenes passiert und der Mann am Schalter wollte mich nicht fliegen lassen und so weiter. Dann hat dieser Oberpolizist, dieser Manager vom Flughafen, angerufen und den Mann vom Schalter kommen lassen. Natürlich, als der Mann vom Schalter kam und den Sheikh mit dem Oberboss sitzen gesehen hat, wurde er ganz bleich im Gesicht. Und dachte sich, woher kennt der Sheikh diese Person und so weiter und das ist der allerhöchste Mann hier und so weiter. Dann hat er ihm gesagt, warum hast du nicht die Sachen vom Sheikh fertig gemacht, seine Taschen, dann natürlich, ja, sofort, jetzt mache ich das und so weiter, klein beigeben, hat er für ihn alles fertig gemacht. Hier sehen wir, dass das Vertrauen auf Allah subhanahu wa ta'ala das Wichtigste ist. Der Sheikh Abdurrashid war in einem fremden Land, keiner kennt ihn, kein Geld und so weiter, aber er hat auf Allah subhanahu wa ta'ala vertraut. So hat Allah subhanahu wa ta'ala ihn aus dieser Sache, aus diesem Loch sozusagen rausgeholt. Und hierbei sehen wir wieder, dass es wichtig ist, dass wir uns zu Allah zuwenden, wenn wir in einer Notlage sind. Er hat nicht
versucht rumzulügen oder irgendwelche Leute anzubetteln, gesagt, ja, jemand soll mir bezahlen und so weiter, sondern er ist in die Moschee gegangen, hat zu Allah Bittgebet gemacht, hat Qiyam al-Layl gebetet und so weiter, und Allah subhanahu wa ta'ala hat ihm denjenigen, der ihm hilft, bis in die Moschee geschickt. Und danach, oder darüber sollte jeder nachdenken. Barakallahu fikum wa jazakum Allahu khairan, wassalamu alaikum wa rahmatullah.